Alter, was geht ab, Leute? Hier? Es ist Montag, das heißt Max auf Monday. Aber heute ohne spezifisches Thema. Klar, Wochenende war C-Day, beziehungsweise C-Days, aber von den C-Day-Pokémon haben wir ja eigentlich schon alles gemaxt. Ich hätte jetzt zum Beispiel Metagross 100 und damals hatte ich nur einen 96er Lucky oder so gemaxt. Oder noch einen 100er Despoter, aber muss nicht sein, keine Doppelten. Wir haben nämlich unsere Liste noch, die müssen wir noch abarbeiten, denn es fehlen noch 103, glaube ich. Ich habe das nämlich alles auf meiner Tafel aufgeschrieben. 212 Goldarien brauche ich noch. 103 gemaxte Pokémon. 60 Hunderter. Ja, 60 Hunderter. Und 69 Shiny Luckys. Nee, das stimmt gar nicht. 68 Shiny Luckys. Das sind so die restlichen Ziele, die ich noch im Spiel habe. Danach war es das. Ciao Pokémon Go. Durchgespielt. Also 2020 wird das abgearbeitet. Dementsprechend maxen wir hier ein paar Pokémon. Ich schau mal kurz noch die Liste durch. Okay, ich habe den ersten. Und zwar... der hier. Den gibt es bereits in Shiny. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob ich genug Bonbons habe. Aber der ist schon relativ hoch. Also. Wobei, schauen wir mal. 130 ist schon relativ wenig. Das dürfte eigentlich nicht reichen. Wir versuchen erstmal alle zu maxen, die es bereits Shiny gibt. Einfach nur so. Also zumindest, dass wir da ein wenig Ordnung haben. Es sah so. Ja, nee, das kann niemals reichen. Für die letzten Pushe braucht man schon mal 15 Bonbons. Das sind 30 schon mal weg. Und davor sind es auch schon mal 12. 12 mal 4 ist es sogar. Also das allein sind schon 78. Aber ein bisschen anpushen. Ja. Schlecht vorbereitet. Aber der spawnt auch gar nicht mehr so oft. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es gibt, glaube ich, irgendeine Quest, wo der rauskommt. Ja, das reicht niemals. Wir sind schon fast am Ende der Bonbons. Obwohl, so knapp war es auch nicht, also. Es fehlen nur noch 4 oder 5 Mal, aber Bonbons sind leider nicht am Start. Dann der nächste wäre der hier. Da haben wir zum Glück genug Bonbons und auch schon relativ weit hoch und ja, muss man überlegen, was wir noch alles pushen. Weil der erste hat ja gar nicht gezählt als einer, sagen wir mal so. Ist relativ hoch, weil es gibt ja die Quest 5 Pokémon pushen und da habe ich den wahrscheinlich schon ein paar Mal gepusht. Ich habe den auf jeden Fall nicht so hoch gefangen. Das auf jeden Fall nicht. Und da sind wir auch schon. Max Bronson, keine Ahnung wie der heißt. Bronze zur Weiterentwicklung. 2239. 100%. Alter, ich schau gerade die Liste durch. Es gibt sonst echt nichts, das es bereits Shiny gibt. Außer so Sachen, die ich halt nicht auf 100 habe. Wir können halt zum Beispiel Flunkiefer. Gibt schon Shiny natürlich. Aber da habe ich nur einen 98er. Lucky. Können wir maxen. Jetzt würde jetzt auch irgendwie ein 100er kommen. Ist nicht der erste 98er, den ich gemaxt habe. Aber ansonsten fehlt halt echt nicht mehr so viel. Schreibt gerne unten in den Kommentaren, was ihr heute gemaxt habt. Bestimmt irgendwelche C-Day-Pokémon. Das heißt natürlich, muss noch mal schauen, absolut. Bin mir gerade nicht sicher, was mein bestes Absolut ist. Aber würde dann passen, wenn ich Flunkiefer gemaxt habe, dass dann noch ein Absolut gemaxt wird. Dann kann man den auch abhaken. Und dann für nächste Woche wird es echt nicht kritisch, weil dann maxe ich einfach irgendein 100er, was halt noch nicht in Shiny gibt. Davon gibt es ja
noch genügend? So. Das dauert noch eine Weile, weil der war Level 20. Und später haben wir natürlich noch eine Box am Start. Passt natürlich für die Weihnachtstage. Bin echt gespannt. Und ich bin echt gespannt auf das Absol. Ich muss echt nachschauen. Weiß nicht, was mein bestes Absol ist. Könnt auch noch gerne das Video von gestern abchecken. Das Video vom C-Day habe ich gestern Abend noch hochgeladen. Beide C-Days zusammen. War gechillt. Nichts Besonderes, paar Shinies gefangen, bisschen Staub gemacht, bisschen die Bonis ausgenutzt. Ansonsten, ich meine, ich hatte ja alles. Das Einzige, was ich gerne gehabt hätte, wäre noch ein 100er Kindwurm. Aber, Spoiler, kam natürlich nicht rein, der 100er Kindwurm. Müssen wir auf ein anderes Mal warten. Ansonsten, ein paar 98er kam rein, einen habe ich sogar mitgenommen. Die Shinies jetzt werde ich wahrscheinlich eh alle wegschmeißen. Weil davon hat man ja eh schon viel zu viele. Nett Staub gemacht, den wir jetzt ausgeben können. Also war nicht schlecht. Ein paar Pokémon entwickelt. Zum Beispiel 100er Tarnel. Den habe ich erst danach bekommen. Der hat jetzt, dachte ich, die CD-Attacke. Ein erlöstes Respiter. 100. Ein paar Starter. Also ist schon nett, dass man da nochmal alle entwickeln kann. Vor allem, wenn man danach erst einen guten bekommt. So, gleich haben wir's. Der kommt nicht sehr hoch. Nicht sehr hoch. ...98er. Schade. Kein 100er. Also so viele von denen habe ich auch gar nicht gemacht. Könnte man. Also da könnte man auf jeden Fall viel, viel mehr machen. So. Max 98er Lucky Flunkiefer. Dann noch Absol. Wie gesagt, ich bin mir da echt nicht sicher. Oh, nur 96. Sollen wir den maxen? Oder kann ich noch warten? Oh, Attack nicht mal 15. Ah, nee, da müssen wir noch warten. Da müssen wir noch warten. Ich schau was anderes. Weil wenn es einfach nach Gen 1 weitergeht, können wir einfach Voltoball bzw. Elektroball fertig maxen. Und da einfach Gen 1 abschließen. Gibt's noch nicht Shiny, warum auch immer. Aber naja. Max mal einfach den hier. Das kann eine Weile dauern, glaube ich. Ja, der war doch gleich low. Wir sehen uns gleich wieder. Haben wir es denn bald? Es fehlen dann nur noch 100. 103 minus 3, 100. Wir kommen dem Ziel immer näher. 100 ist halt echt nicht mehr so viel. Vor allem, wenn man bedenkt, sagen wir 200.000 im Schnitt brauche ich, um ein Pokémon zu maxen. Mal mehr, mal weniger. Sind 20 Millionen. Jetzt denkt ihr euch, boah, 20 Millionen ist echt viel. Vor allem, ich habe nur 4 Millionen, also fehlen noch 16 Millionen. Aber es ist gar nicht so viel.
Nächstes Stopp-Event. Macht man auch da seine 4, 5, 6, 7 Millionen? Also unmöglich ist nicht. 20,99, 100 Elektroball. Ja, nice. So, dann haben wir noch die Box. Grüße gehen raus an Rootbox. Link ist unten in der Beschreibung. Jeden Monat schicken die mir eine interessante Box bezüglich Gaming, Geek und Nerd-Stuff. Anime, Manga vor allem. Nicht vergessen. Und natürlich immer ein Pin am Start. Wir haben schon eine mächtige Pin-Sammlung. Und das ist doch Rick and Morty. Nochmal genauer für euch. Dann haben wir hier noch ein Star Trek Ding. Abzeichen. Nennen wir es mal so, Abzeichen, ja. Thema wohl Star Wars, Star Trek, Stars halt. Popfigur. Nummer 117, Star Wars. Okay. Und noch eine Figur. Battlestar Galactica. Oh, toll. Doppelt verschlossen. Ich kenn's eh nicht, also kenne ich die Figur auch nicht. Sagt mir nix. Und natürlich ein Shirt. Rick and Morty schon mal. Schauen wir doch mal. Kann man das lesen? Bestimmt, wenn man die Show sieht, schaut. Bestimmt irgend so ein Insider. Aber ich kann es nicht lesen. Ja, nice. Vielen Dank an Rootbox. Link ist unten in der Beschreibung. Das war's von mir und von Max und Mandel, Leute. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was ihr gemaxt habt. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.